Wir sind reich beschenkt. Wir sind reich beschenkt. Und wir sehen das gerade hier. Wir konnten heute Morgen Lobpreis machen, weil wir eine Band hier haben. Und wir sind reich beschenkt, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Der Heilige Geist, der uns hilft, aber Vater schreien. Das Thema heute Morgen ist, du bist reich beschenkt. Wir sind in der Reihe, du bist mehr. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir ein Gedanke gekommen und ich möchte diese Gedanken mit euch heute Morgen teilen. Mein Hauptgedanke war, durch Beziehung in Nicht-Religiosität werden wir den freigebigen Vater kennenlernen. Roman hat letzte Woche über die Geschichte von dem verlorenen Sohn etwas erzählt. Er hat die Geschichte zu uns präsentiert, er hat uns Daten gegeben, Hintergrund und so weiter. Heute Morgen möchte ich etwas ähnlich machen. Ich möchte zu dieser Geschichte sehen, aber ich möchte mit anderen Augen sehen. Normalerweise, wenn wir unsere Bibel lesen, und das hat der Roman letzte Woche betont, entweder sehen wir die Geschichte in der Bibel mit unseren Prägungen. Und ich habe mich ein paar Brille als Schweizer, weil ich bin auch ein Schweizer, obwohl ich Kolumbianer bin. Und was ich möchte sehen ist, dass Roman letzte Woche hat über Schuld und Scham geredet. Und ich möchte diese Geschichte heute Morgen mit den Augen von jemandem, der von einer Scham-Ehre-Kultur kommen. Und wir werden sehen, was für ein Herz der Vater hat für seine Kinder. So, ich möchte diese Geschichte mit meinen eigenen Augen sehen. Ich komme aus Kolumbien, eine Kultur, die so geprägt ist mit Ehre und Scham. Wenn ich die Geschichte sehe, die Geschichte wurde auch geschrieben in einer Kultur, ganz ähnlich, sagen wir, wie meine Kultur. Und ich möchte euch sagen, es gibt nichts Falsches, wenn wir diese Geschichte mit der Schulkultur prägen sehen. Es ist nicht falsch, aber wir können uns profitieren, wenn wir andere Perspektive von anderen Kultur hatten könnten. Wenn ich die Schulkultur in zwei Worte zusammen könnte, könnte ich sagen, die Schulkultur setzt Prioritäten als in Regel und Gesetze. Die Schamkultur auf Beziehungen und Rolle der Person. Und jetzt, wenn wir diese Geschichte sehen, ich werde nicht die ganze Geschichte auslegen, sondern ein paar Sachen von der Geschichte nehmen, um zu zeigen, dass wir reich geschenkt beim Vater sind. Es ist eine Geschichte, dass der Auslöser war einfach eine Behauptung von den Schriftgelehrten und den Pharisäern damals, wenn Jesus in dieser Erde gelebt hat. Sie haben einfach gesehen, dass Jesus Christus trifft mit Sündern und ist mit ihnen. Und sie haben gefragt, dieser Jesus nimmt die Sünder und ist mit ihnen. Was hat Jesus gesagt? Hat Jesus gegen ihn gekämpft oder etwas anderes gemacht? Nein, der Jesus ist ein guter Lehrer gewesen. Und ein guter Lehrer damals wie heute braucht Geschichten. Und er hat drei Geschichten erzählt. Und in diesen Geschichten werden wir, dass Jesus immer Wörter braucht von verloren und gefunden. In diesen drei Geschichten sehen wir, dass nicht nur eine Person wurde involviert, sondern die ganze Gesellschaft wurde involviert. Es gab Feiern.
Diese alle Sachen, die Jesus gesagt hat, hat eine Bedeutung, um zu sehen, dass der Vater uns beschenkt hat. Und manchmal, wir sehen diese Sachen nicht, weil wir so konzentriert auf andere Sachen sind. Jesus wollte diesen Männern zeigen, warum er mit Sünder getroffen ist und gegessen ist. Er wollte ihnen zeigen, dass es gibt eine neue Bedeutung von verloren zu sein. Wir alles denken, wir wissen, wer ist ein Sünder. Aber wir werden sehen, dass in Gottes Eis Sünder ist etwas anderes. Es gibt mehr als, dass du etwas kaputt gemacht hast oder dass du etwas Falsches vor Gott gemacht hast. Gott hat eine neue Bedeutung für dich und für mich, was Sünde heißt. Jesus ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Die Bibel sagt mir in Matthäus 5, 32, dass Gott sendet seinen Sohn, nicht Gerechte zu finden, sondern Leute, die am Rand waren. Und diese Leute, wenn wir durch die Augen von den Schamkulturen sehen, sehen wir, dass diese Leute damals waren in Schande. Sie brauchen jemanden, die wieder herstellte könnten. Und darum hat Jesus die Zeit genommen, mit diesen Leuten zu essen, zu treffen. Er wollte diese Leute wiederherstellen. Wir sehen in der Geschichte, dass der Mann zwei Söhne gehabt hat. Und der Vater, sehen wir, wenn ich in den Hintergrund sehe, ich sehe, dass der Vater hat viel Geld gehabt, hat Besitz gehabt und er hat seine Söhne mit alles versorgt. Aber sie haben das nicht gesehen. Und das passiert manchmal zu uns heutzutage. Wir sind in der Schweiz so reich beschenkt, aber wir fokussieren auf etwas anderes und verlieren wir den Fokus, dass Gott die Schweiz so reich beschenkt hat, sogar in dieser Zeit von Corona, sogar in alle Einschränkungen, die wir haben. Wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, sehen wir, wir haben Feudal hier. Wir haben Essen auf dem Tisch. Wir haben alles, was wir brauchen. Und mit der älteren Sohn klagen wir uns, warum das? Der jüngere Sohn nimmt eine Entscheidung. Er sagt, Papa, ich möchte mein Erbe haben. Und Roman hat letztes Mal betont, das war so schlimm in dieser Kultur letztes Mal. Weil wenn du das sagst, in der Schamkultur ist wie du dein Vater sagst, ich möchte, dass du stirbst. Ich möchte mein Geld. Die Frage ist, was ist passiert mit dem? Der Sohn hat das Geld verlangt. Und wir sehen einen Papa, das gibt. Mit dieser Situation, es war eine Krise in der Familie gewesen. Meine Frage ist, warum hat nicht der ältere Sohn reagiert in diesem Moment? Und das werden wir später sehen, warum er hat das nicht gemacht. Wenn er das Geld verlangt hat, hat in der Schamkultur sein Vater entehrt. Er hat seinen Vater nicht respektiert. Und der jüngere Sohn hat die Beziehung zum Vater zerbrochen, kaputt gemacht. Er brachte Schande nicht nur zum Papa, sondern zu der ganzen Familie. Weil wenn du in einer Schamkultur das machst, ist die ganze Kultur, die ganze Familie in Schande. Darum verstehe ich Leute von anderen Religionen, dass sie könnten nicht von Jesus entscheiden, weil wenn sie das machen, sie bringen Schande zu der Familie. Und wir müssen das verstehen auch und nicht kritisieren. Das Bild des Vaters zeigt mir, dass
Gott in dieser Geschichte war, Gott der Vater. Ich werde heute Morgen immer betonen, Gott der Vater. Weil viele Leute glauben an einen Gott. Aber ich rede von der Vater, der Figur Vater, der in Gott ist. Und das ist etwas anderes. Der Vater hat alles versorgt. Der Vater gibt Trost die Situation. Ich verstehe nicht, warum diesen Vater weitergegeben hat. Aber die Bibel sagt mir, dass Gott ist so gut, dass er lässt die Sonne über Menschen, die böse sind, und Leute, die gute sind. Und das als Mensch verstehe ich nicht. Wenn wir das Herz des Vaters sehen, sehen wir, dass Vater, er hat gelitten. Da steht nicht im Text. Aber vielleicht du, der da bist, du hast Kinder. Und du verstehst, wenn ein Vater leidet oder wenn eine Mutter leidet. Das geht für beiden. Wir leiden, wenn unsere Kinder in einen falschen Weg gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Vater hat das Kind gesehen und das Kind ist weggegangen. Und ich kann mir vorstellen, der Vater hat viele Schmerzen gehabt. Aber er musste loslassen. Und das hat er sehr gut gemacht. Das ist ein Bild von Gott auch. Gott möchte, dass du bei ihm bleibst. Aber es gibt Leute in unserer Gesellschaft, sie haben von Gott distanziert. Sie wollen nicht von Gott, dem Vater, wissen. Und das sieht Gott auch. Und er leidet, weil du weg von ihm bist. Das Herz des Vaters leidet, wenn er sieht, dass wir nicht dankbar sein für alles Gute, das wir haben. Und heute Morgen haben wir diese Aktion gemacht und es freut mich zu sehen, dass Leute dankbar sind für alles, was sie haben, Familien, Freunde, whatsoever. Leute sind dankbar und wir sollen diese Haltung haben. Gott hat uns alles gegeben. Er leidet, weil er sie Söhne und Töchter, die wollen nicht als Söhne und Töchter sein, sie wollen einfach Sklaven sein. Sklaven der Sünden, Sklaven von vielen Sachen, die wir auf dieser Welt haben. Und er will, dass du zurück bist. Und du, er will als Söhne und Töchter wieder aufnehmen. Was ist passiert nachher? Der jüngere Sohn ist gegangen. Wir haben letztes Woche gesehen, er ist gegangen. Er hat alles verbraucht. Er hat Hunger gehabt. Und jetzt realisiert er muss zurück zum Vater. Er hat über das Brot Gedanken gemacht. Er hat gesagt, in mein Haus, es gibt so viel Brot und ich bin da und ich habe Hunger. Es ist besser für mich, zurück zum Vater gehen. Aber es passiert etwas. Er hat auch gedacht, und das ist nicht im Text, aber in einer Schamkultur, wenn du das gemacht hast, es ist schwierig, zurück im Haus zu kommen. Und ich glaube, und ich habe den Text gelesen, und er hat ein Skript geschrieben, jetzt werde ich zum Vater gehen, und ich sage, Vater, ich habe gegen den Himmel und dir gesündigt. Und er hat das gelernt und ich bin nicht mehr wert. Und ich möchte einfach ein Sklave von dir sein. Ist interessant, die Wörter, die er braucht. Und ich glaube, der Sohn hat viel geübt, bis er auswendig könnte. Aber es gibt ein Problem. Er könnte nicht selber diese Schande lösen. Er brauchte entweder seinen Papa oder seinen Bruder. Und die Beziehung zu diesen zwei Männern war gebrochen. Darum, er könnte nicht mehr, so er hat die Initiative genommen und er geht zum Vater.
Er brauchte jemanden mit Autorität über ihn, das diese Schande lösen kann. Er geht zum Vater und sagt: Vater, ich habe gesündigt. Wenn wir das Wort gesündigt hören, denken wir, das ist etwas Schlimmer, das er gemacht hat, oder? Von der Schulkultur applaudieren wir, dass er zurückgekommen ist und hat gesagt, ich habe gesündigt. Und wer das Wort gebraucht hat, wir von der Schulkultur verstehen, das war gut, das ist okay, weil es geht um richtig und falsch. Aber interessanterweise in unserer Kultur, es geht nicht um richtig und falsch. Im Text original steht, Papa, ich habe keinen Anteil an deiner Familie. Papa, ich habe keinen Anteil mehr an deinem Besitz. Das ist, was er getan hat. Weil in der Schamkultur geht es zuerst um die Beziehung zum Vater. Er hat diese kaputt gemacht. Und nachher können wir das Wort Sünde brauchen. Aber in erster Linie ist, ich habe keinen Anteil in deiner Familie. Mach von mir einen Tageslöhner. Was macht der Vater? Das haben wir letzte Woche gesehen. Er sagt zu den Sklaven, bring alle gute Sachen für meinen Sohn. Und der Vater hat den Sohn wiederhergestellt, in der Familie wiederhergestellt, in der Gesellschaft. Er hat eine Party organisiert. Weil in der Kultur, es geht so, weil der Name von diesem Sohn, die Leute schon im Dorf, ich glaube, haben schon schlecht von ihm geredet. Und das passiert heutzutage in meiner Kultur. Wenn du etwas gegen die Eltern machst, du bringst Schande über dich, über die Familie und die Gesellschaft. Und der Vater hat alle wiedergestellt. Meine Frage ist, kennst du diesen Vater? Als ich diese Frage gestellt habe, habe ich an meinen irdischen Vater gedacht. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich hätte gerne einen Vater, so wie in dieser Geschichte gehabt. Aber leider habe ich nicht gehabt. Es gab viele Zirkustanzen, viele Situationen, die ich nicht verstanden habe, zwischen mein irdischen Vater und ich. Aber Gott sei Dank, die Beziehung zwischen meinem Papa und ich ist besser. Und das hat nur Jesus Christus getan. Wenn ich mich entschieden habe, eine Beziehung mit Jesus Christus zu haben, eine Beziehung zu diesem Vater, der im Himmel ist und da ist, und den habe ich diese Heilung erfahren. Und ich könnte wieder zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren konnte zu meinem Papa sagen, Papa, ich liebe dich. Ich habe das von dir nicht gelernt, aber ich möchte zu dir sagen, weil mein Herz war voll Liebe. Und diese Liebe kommt von Gott, der Vater. Und ich könnte diese Liebe zum Papa wieder geben. Könntest du vorstellen, zurück zum Vater kommen? Egal was für Situation du hast im Moment, könntest du das vorstellen? Vielleicht hast du eine schlechte Beziehung zu deinem irdischen Vater gehabt. Vielleicht hast du nicht erlebt, was ein Papa ist. Und ich kann dir sagen, wenn das der Fall ist, in meiner eigenen Erfahrung, ich hatte Probleme gehabt, um diesen himmlischen Vater zu kennen, weil meine Figur vom Papa war zerstört. Aber Jesus hat mir die Hoffnung, Jesus hat mir geholfen, diese Figur vom Vater. Und ich bin immer am Lernen, weil ich habe gemerkt, ich kenne den Vater nicht ganz. Und vielleicht werde ich diesen Vater auf dieser Erde nicht ganz 100% kennenlernen, weil er überrascht uns jeden Tag. Amen. Was sehe ich in dieser Gesellschaft? Leute, die ansuchen sind, sie suchen diesen Vater.
Sie suchen diese Beziehung. Leute, die am Genießen sind, und das ist nicht falsch, sie sind am Genießen, weil sie suchen etwas, das verloren gegangen ist. Sie suchen einen Vater, eine Figur, die sagt, ich liebe dich trotz alles. Sie suchen das. Ich suche Leute, die in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie hatten nicht einen Papa, der ihnen geleitet hat. Sie suchen nach Lösungen durch verschiedene Erfahrungen, durch verschiedene Religionen. Sie suchen nach Lösungen durch Esoterik. Weil sie wollen innere Ruhe in ihre Seelen haben, aber sie finden das nicht. Und ich sage dir, diese Ruhe findest du nur in Jesus Christus. Und vielleicht sagst du, ja, das ist eine billige Theorie, aber für mich ist nicht eine billige Theorie. Durch Jesus Christus können wir zum Vater gehen und da finden wir die Ruhe, dass wir ansuchen sind. Der Vater ist da, er wartet mit offenen Armen und er sagt, ich bin da, komm zurück zu mir. Die Pharisäer hatten eine andere Vorstellung von Sünder. Wer ist ein Sünder? Und vielleicht ist brauchen diese Veränderung in uns. Wer ist wirklich ein Sünder in unserer Gesellschaft? Wir sollen vom Vater lernen. Wir sollen mit den Augen von Gott sehen, wer wirklich die Beziehung zum Vater gebrochen hat. Die Pharisäer hatten Religiosität. Und das sehen wir in der älteren Sohn. Wenn wir mit den Schuldaugen sehen, können wir sagen, super, dieser Mann war brav. Er hat dem Vater gehorchen. Er hat alles gemacht, was der Vater gesagt hat. Und wir können sagen, er war in der Recht. Es ist gut, dass ihn geklagt hat und so weiter. Aber ich möchte dir sagen, der Sohn war auch verloren. Weil wenn er am Anfang der Geschichte, er hat nicht reagiert. In einer Schamkultur, man erwartet, dass der ältere Sohn als Mediator kommt und sagt, schau mal, mein Bruder, du redest zum Papa nicht so und du solltest jetzt entschuldigen. Und er hat das nicht gemacht, weil er hatte auch ihre eigene Interesse. Er hat seinen Papa wie einen Banker gesehen. Wie ein Chef gesehen. Er hat den Papa nicht gekannt. Er hatte das Herz des Vaters nicht gekannt. Und darum hat er nie reagiert. Der Papa kommt draußen und sagt, hey, wir haben ein Fest. Wir sind am Tanzen. Wir sind am Musizieren. Interessanterweise, das ist der erste Teil vom Fest. Die gemastete Kalb war irgendwo am Warten, weil der Vater hat für die ältere Bruder gewartet. Er hat gesagt, wir können nicht das essen ohne meinen Sohn hier. Sie sollen beide hier sein und wenn er kommt, ich gehe draußen. In einer Schankultur, wenn ein Papa das macht, was er mit dem anderen Sohn gemacht hat, der Papa hat sich selber entehrt und er hat selber in Schande gebracht. Und das, was Jesus Christus für uns gemacht hat, er hat in Schande gebracht für dich und für mich, weil er wollte, dass du im Haus kommst. Und der Sohn sagt, nein, ich gehe nicht hinein. Das sehen wir wieder. Er hat wieder den Vater in Schande vor die Gesellschaft gebracht. Er brauchte auch jemanden, der ihn wiederherstellen konnte. Und das war wieder der Vater. Der Vater ist zweimal zu ihm gegangen. Und er hat gesagt, nein, ich gehe nicht dort, weil es geht um Versöhnung. Wenn er gesagt hätte, ich gehe hinein. Als älterer Bruder, er hat gewusst, ich musste jetzt meinen Bruder umarmen. Um den Vater umarmen und sagen, und das ist fake.
das mache ich nicht, er wollte das nicht machen, weil das zeigt mir, dass die Beziehung zwischen diesen zwei Brüdern kaputt, zerstört war. Und die Beziehung zwischen diesen zwei Söhnen und Papa auch kaputt war. Und wer nimmt die Initiative, diese kaputte Beziehung wieder zu stellen, herzustellen? Der Papa. Weil der Papa macht alles für seine Kinder. Und wir könnten nicht verstehen, vielleicht wir als Papa, wir verstehen nicht alles, was Gott macht. Und wir kritisieren vielleicht Gott, aber ich bin ein Papa und ich mache es so. Gott hat andere Gedanken. Und Gott macht, was er will, weil er Gott ist. Amen. Und interessanterweise ist, dass er hat seinen Vater nicht bei Name genannt, der ältere Bruder. Das zeigt mir, dass dieser Sohn war so distanziert vom Papa. Ich habe für dich geschaffen. Ich habe deine Gebote gehalten. Und du gibst mir nie. Du gibst mir nichts. Aber der, dein Sohn, das alles gebraucht hat, du gibst alle. Das verstehen wir nicht. Interessanterweise, wenn wir den Text sehen, sehen wir, dass der Sohn hat den Vater per du genannt. Und das ist eine Schande in dieser Kultur. Du, dein Sohn, und du hast mich nicht gegeben. Darum war dieser Sohn auch verloren. Und er brachte den Papa. Und wir sehen, dass der Papa, obwohl er die Autorität hätte, seinen Sohn in diesem Fest zu holen, er hat das nicht gemacht. Weil unser Papa, unser Abba-Papa, erzwingt niemand. Du hast Freiheit. Die Bibel sagt, Gott hat uns Freiheit gegeben. Und was du mit deiner Entscheidung machst, ist deine Sache. Aber der Papa ist immer bereit, wieder dich zu annehmen, in die Arme zu annehmen. Und das kommt hier, im Text kommt, was ich verstanden habe, das ist das größte Geschenk, das der Vater zu ihm gegeben hat. Er kommt zum Sohn zum zweiten Mal und sagt, aber Sohn, es gibt Übersetzungen, die sagen Kind. Und interessanterweise, wenn er die Söhne genannt hat, in das Original steht Sohnis Uius, ein normaler Sohn. Aber hier der Papa verbraucht ein Wort, das spricht über eine tiefere Beziehung. Komm, Sohn. Das Wort Teknon ist ein Wort von Versöhnung. Du bist mein geliebter Sohn. Mit dir möchte ich eine tiefere Beziehung haben. Mit dir möchte ich Freundschaft haben. Und mit dir möchte ich, dass wir zusammen im Vertrauen wachsen. Das bedeutet das Wort. Und das ist das größte Geschenk, das ich hier in Geschichte sehe. Er hat uns Teknon genannt. Du bist ein Teknon, wenn du akzeptiere, was Gott zu dir zu anbieten hat. Und er will, dass du zurück zu ihm kommst. Du bist allerzeit bei mir, Sohn. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber wir glauben das nicht. Das ist unser Problem. Wir leben als Sklaven, weil wir nicht ganz verstanden haben oder ich nicht ganz verstanden habe, was heißt, Gott, der Vater im Himmel, als Vater zu haben. Und das ist unsere Herausforderung. Kennen wir uns diesen Vater? Die Geschichte war weiter. Und die Geschichte hat kein Ende. So die Pharisäer und Schriftgelehrte sollten einfach Gedanken machen. Was meint er? Und das ist meine Frage zu dir heute Morgen. Wo bist du als Sohn?
Bist du in das Party am Tanzen und genießen, was der Vater für dich vorbereitet hat? Oder bleibst du draußen und sag, ich gehe nicht hinein, weil es kostet mich viel. Ich gehe nicht hinein, weil es kostet mich viel. Vielleicht ich als Sohn sollte ich sagen, ey, ich habe die kaputt zwischen meinem himmlischen Vater und ich kaputt gemacht. Ich habe mich distanziert und ich möchte zurück. Komm zurück. Vielleicht sollte er lernen, was es heißt, Menschen und Gott zu ehren. Vielleicht sollte ich Gott nicht als ein Wanker oder ein Chef sehen. Und ich bin auch schuld von dort. Jetzt kommt die Schuldkultur. Weil manchmal, wenn wir beten, sagen, Herr, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Gott ist kein Wanker. Gott ist ein Vater. Und er wird dir geben, was du wirklich brauchst. Weil du wirklich brauchst. Ich habe entdeckt auch, dass manchmal als Mensch habe ich Gott in eine Schachtel gestellt. Und manchmal Gott ist hier drin, weil ich das mache, nicht weil Gott hier ist. Ich mache das. Ich nehme Gott in eine Schachtel und sage, jetzt machst du, was ich will. Ich habe Theologie studiert. Ich habe viele Sachen in der Welt gesehen. Ich bin in einer schamere Kultur aufgewachsen. Jetzt habe ich die Chance, in einer Schulkultur zu leben. Und ich habe ein Durcheinander in meinem Kopf. Und ich habe viel gelernt von euch, Schweizer. Aber ich glaube, wenn ich diese Gesellschaft sehe, wir sollen zurück zu der Ehre-Scham-Kultur kommen. Wegen Gott und wegen unseren Mitmenschen. Wir reagieren so viel, so schnell mit der Schulkultur und sagen, du bist falsch, ich bin richtig. Anstatt zu sagen, komm, trinken wir einen Kaffee und reden wir über das. Weil Beziehung wichtig ist auch. Und können wir eine Lösung zu finden. Gott wird nicht in einer Schachtel sein, weil Gott hat Freiheit. Gott ist Freiheit. Und was mit dieser Schachtel mache, ist, weil ich Gott in diese Schachtel getan habe. Und es ist Zeit für mich, ich habe meine Frau gesagt, ich habe entdeckt, dass ich nicht den Vater kenne und ich sollte ihn besser kennenlernen. Wir sind reich beschenkt, weil Gott, den Vater, hat uns von der Sklaverei Status und Sohnschaft durch Jesus Christus wiederhergestellt. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe keine Beziehung zu diesem Vater. Meine Challenge für dich ist, lerne diesen Vater kennenlernen. Und du sagst, aber wie? Muss ich Evangeliker werden? Muss ich Katholik werden? Muslime werden? Ich sage dir, öffne dein Herz. Rede mit Leuten, die eine Beziehung mit Jesus Christus haben. Wir haben einen Kurs, Alpha Life. Warum sagst du nicht, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen durch diesen Kurs? Das wäre eine Möglichkeit für dich, weil es gibt so viele Fragen. Und Gott möchte dir helfen, diese Fragen. Ja, zu deine Frage antworten bekommen. Vielleicht hast du eine Beziehung zu diesem Vater und du merkst, wie ich habe gemerkt, ich sollte meine Beziehung zum Papa vertiefen. Aber wie mache ich das?
Okay, ich sage dir, wie kannst du das machen? Wenn die Corona-Pandemie fertig ist, gehst du in die Kirche jede Woche. Du musst in jeden Gebetsabend kommen. Du musst viel Geld schenken. Nein, das ist nicht so. Dann kehren wir zurück zu dieser Sklaverei, zu diesem Sohn, dass du Regeln und Gesetze wollte dem Vaterherz gewinnen. Ich sage dir, es gibt kein Schema, wie du das Herz des Vaters kennenlernen. Es gibt kein Schema. Ich habe so entdeckt, ich habe so viel versucht. Und die Amerikaner, sorry Amerikaner, aber die Amerikaner sagen, Step 1, du musst mehr beten. Step 2, du musst die ganze Bibel lesen. Das für mich ist wieder zurück in die Sklaverei. Es ist nicht falsch, das zu machen. Aber Priorität ist deine Beziehung zu Gott, dem Vater. Und da findest du nur, wenn du dein Herz zu ihm offen. Und du sagst, ich bin da. Ich bin da, Gott. Ich habe alle Theologie der Welt gelernt. Aber ich kenne dich nicht. Ich möchte dir kennenlernen. Komm, sprich zu mir. Sei es du, sei es mir, wer du bist. Du bist nicht in diesem Tempel. Du bist überall. Und ich möchte dich kennen. Darum sage ich zu dir, mach dein Herz ganz offen und lass den Vater zu dir kommen. Durch Beziehung und nicht Religiosität lernen wir den freigebigen Vater kennen. Amen. Vater, ich danke dir, danke, dass du ein guter Vater bist. Und heute Morgen werden wir uns erinnern, als was dein Sohn am Kreuz getan hat. Und ich habe von mir ein Kelch Brot. Und du siehst unsere Übertragung. Und du verstehst nicht, was machte David Rivera mit einem Kelch Brot? Wir glauben, wir lesen in der Bibel, dass Jesus Christus in der letzten Woche er hat ein Treff mit seinen Jüngern gemacht und er hat das Abendmahl eingesetzt. Es war nicht nur Brot und Wein, nein. Er hat das ein ganze Speise vor ihnen gehabt und sie wollten erinnern, dass sie in der Sklaverei waren in Ägypten und sie wurden frei. Und Jesus jetzt kommt und sagt, meine Jünger, die Bibel sagt, dass er das Brot genommen hat, gebrochen und sagt, das ist mein Leib. Und wir als Nachfolger von Jesus sagen, das ist ein Symbol. Das ist nicht das Leib von Jesus, das ist ein Symbol, weil wir wollen uns erinnern, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben hat. Er ist für uns gestorben, weil wir haben diese Beziehung zum Vater kaputt gemacht. Wir haben uns vom Vater distanziert. Und ich danke, Herr Jesus, und da du bist daheim, nimm das Brot und iss mit mir und sag, danke, Herr Jesus Christus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Amen. Er nahm den Kelch und sagt, das ist mein Blut, das für euch gegossen wird. Vielleicht kennst du viele Bilder von Jesus Christus am Kreuz und du merkst, wie ich einmal gemerkt habe, warum ist immer Jesus Christus am Kreuz geblieben?
Und das hat mich zu Gedanken gebracht, Jesus Christus ist nicht am Kreuz geblieben. Die Bibel sagt, dass er ist zurückgekommen. Aber er musste leiden für dich und für mich. Und vielleicht von einer Schuld- oder Schamkultur verstehen wir etwas anders. Aber Top-Sache ist, dass er das gemacht, wie ich gesagt habe, weil er wollte diese Beziehung zwischen Vater und uns wiederherstellen. Die Bibel sagt, er ist die Wahrheit, das Leben und den Weg. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden, an Jesus Christus zu glauben. Und heute als Symbol nehme ich diesen Kelch und sage, danke Herr Jesus, dass dir viel gekostet hat und du hast uns viel Liebe geschenkt. Amen. Mit dem mache ich diesen Teil fertig. Und ich möchte einfach für dich beten. Und ich möchte den Vater unser. Und wenn du da bist, du kannst mit mir aussagen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch.